Und so, wie schreibt man das? Ja, so wie man spricht. So, nachdem es nun wirklich lange angekündigt war. Mehrmals. Herzlich willkommen zu Cthulhu. Was gibt's dazu zu sagen? Es ist also Cthulhu, das ist so ein Rollenspiel und das kennst du, weißt du Bescheid. Ansonsten bist du ja auch kein Mensch. Und wir spielen das. Es mag so scheinen, dass wir das nicht zu uns passen von dem, was man sonst so, was wir sonst so machen. Geht doch. Kann man machen, tatsächlich. Flummi leitet. Und obgleich Flummi sonst wild wirkt und vielleicht nicht wie der Cthulhu-Spielleiter, war okay. Ging durchaus. Kaban und ich spielen dann halt. Und die so Prämisse, wenn man das so nennen kann, ist, halte ich fest, es wird gut. Kaban ist ein Pilot. Also Kaban nicht, sondern dann Norbert-Pilot und Hans der Flugbegleiter. Und die reisen zusammen im Zug 3 Tage lang nach Moskau, weil gerade Pilotenstreik ist. Und da fahren die nach Moskau, weil halt Norbert auch ein dreckiger kleiner Streikbrecher ist. Und naja, dann sind die in Moskau, sollen da Nacht pennen und mit dem Flugzeug zurückfliegen. Ne? Das ist unser Ausgangspunkt. Das klingt nicht nur deutsch, das ist auch so. Ne? Und deswegen auch gruselig. Von daher gibt's auch nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Deswegen viel Spaß und bleibt geil. So, aus mit Shadowrun, Leute. Wir spielen kein Shadowrun mehr. Oh. Wir haben gesagt, das ist scheiße. Trolli ist ein Schiss. Dir ist klar, dass ich vorhab, das mit Shadowrun gleichzeitig kommen zu lassen. Also verdammt. Das schneiden wir raus. Dann müssen wir das leider rausschneiden. Wir schneiden immer alles raus und dann bleibt es trotzdem drin. Wenn ich am Hebel bin, bleibt da nichts mehr drin. Das ist einfach komplett Stille. Alles. Durchgehen. Niemand redet mehr. Ich mag dieses Stück. Das ist super. Welches dieses Stück? 4 Minuten 20 oder so? Oder heißt das? Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Unwahrscheinlich cool. Sehr geil. Geh weg von diesem Soundboard. Ich hasse dich schon jetzt. So. Warum? Weil ich weiß, wie das ist, wenn das neu ist, weil man dann die ganze Zeit genau das machen will. Ja, ich höre damit gleich schon auf. Wir haben ja noch nicht angefangen, deswegen geht das. Na gut. Gut. Ja, ihr müsst euch heute mit mir als Spielleiter begnügen. So viel zur Einleitung. Nein. Also. Wir haben einen späten Nachmittag, Anfang März. Es nieselt schon den ganzen Tag. Und ihr steigt gerade aus dem Taxi vor dem Hauptbahnhof. Die Tür schlägt hinter euch zu und euch kommen geschäftige Leute entgegen aus dem Bahnhof. Euch rennen fast Leute um, weil sie ihren Zug noch erreichen müssen. Einige halten sich Aktentaschen über den Kopf, um nicht nass zu werden. Dann ist die Geschäftsleute, andere haben Regenschirme, die euch fast am Kopf treffen. Ich habe einen eigenen Regenschirm, ich bitte dich. Du hast einen eigenen Regenschirm, den du jetzt voller Genuss aufspannen kannst. Und ihr macht euch auf den Weg zu eurem Zug. Die Karten stecken in eurer Tasche. Dieser Zug wird in 20 Minuten von Gleis 15 abfahren. Und ja, als ihr das Bahnhofsgebäude betretet, der Boden ist ein bisschen rutschig, weil er eben ziemlich nass ist. Jeder kennt das. Diese schönen glatten Fliesen sehen wunderbar aus, aber wenn die Wasserpfützen sich darauf verteilen, dann hält auch dort vorne gerade ein junger Mann, eine ältere Dame davon ab, hinzufallen. Das war nett von ihm. Nicht wahr? Ja, ich habe noch 20 Minuten, sagst du, ne? Also ich habe Zeit. Ja, ich habe noch Zeit. Das heißt, ihr seid auch zusammen aus dem Taxi gestiegen. Also ihr reist auch zusammen. Das heißt, ich gehe noch eben kurz Stand und hole mir noch eine Tageszeitung. Mal gucken, wie lange der Streik noch dauert. Aber was ist als neueste Information darüber gibt. Ja, dir selber teilt man das irgendwie nicht so mit. Wie gesagt, du bist nicht in der, also wie wir vorhin schon geklärt haben, du bist nicht in der Gewerkschaft. Deswegen gucke ich wie alle anderen Leute auch in die Zeitung. Streikbrecher. Hallo? Das ist ein ehrbarer Job. Natürlich.
Nein, beide Seiten sind aktuell etwas festgefahren. Der Streik dauert jetzt seit 4 Tagen an und ist aktuell noch unbegrenzt. Experten verweisen darauf, dass das alles nicht mehr allzu lange dauern kann, weil die Konzerne darauf bedacht sind, das sage ich auch schon Konzern, das passt hier gar nicht rein, ist egal, darauf bedacht sind, selbstverständlich die Verluste so gering wie möglich zu halten und die Streikkassen vermutlich auch nicht mehr allzu gefüllt sind. Aber aktuell gehen Schätzungen auf vielleicht weitere 3-4 Tage, länger kann es eigentlich nicht mehr dauern. Das heißt, wir sind in Moskau, wenn der Streik fast zu Ende ist? Nein. Okay. Geht dann noch vermutlich noch ungefähr 2 Tage. Das war auch mein Gedanke, das war so... Gut, dass wir dafür 2 Tage Zug fahren. Und es sind Schätzungen. Und für gewöhnlich laufen die Pläne dann auch nicht sofort wieder an. Also die Routine ist ja dann nicht sofort wieder drin, sondern die muss erstmal wieder eingestellt werden. Vor allen Dingen, weil viele Maschinen nicht da sind, wo sie sein sollten und so weiter und so fort. Das ergibt Sinn. Deswegen holen wir sie ja nach Deutschland zurück. Nicht wahr? Mhm. Ja, das dauert noch ewig alles, ey. Dass die sich auch nie einigen können, diese Idioten. Mir musst du das nicht sagen. Ich bin ja leider, also was heißt, wir streiken ja nicht. Wir sind ja mit dem zufrieden, was wir haben, ne? Ich sag ja, eine Gewerkschaft schön und gut, aber ach Gott, muss man denn immer alles dafür lahmlegen? Das ist völliger Schwachsinn. Ja, das ist richtig. Aber hey, wir haben jetzt 2 Tage bezahlte Zugfahrt und dann können wir einen Tag arbeiten. Kannst du mal, komm mal ein Stück mehr rüber. Hans wird jetzt zu den gekennzeichneten Raucherbereichen gehen und sich neben die Leute stellen, so in 1 Meter Abstand, also gut unangenehm, die gerade 2 Zentimeter außerhalb dieses gekennzeichneten Raucherbereichs stehen und dann laut husten. Ja, du kriegst von 2 Jugendlichen, die da stehen, irgendwie einen schrägen Blick zugeworfen und eine Frau mittleren Alters dreht sich dann auch zu dir um, nachdem dein Husten deutlicher wird. Ist alles in Ordnung mit ihnen? Ja, danke. Es ist nur, also ich weiß nicht, ob es ihnen auch so geht. Es ist unheimlich schwer in so einer rauchigen, stickigen Luft, gerade am Bahnhof. Deswegen finde ich es eigentlich so gut mit diesen gekennzeichneten Raucherbereichen. Ich stecke mir eine an. Und du fährst mir den Rücken. Entschuldige mal. Du regst dich ja auf wegen nix. Jetzt reg dich mal wieder ab. Ja, okay, ich bin ein bisschen im Stress zu Hause. Der Joachim, der hat einfach schon wieder meine Klamotten nicht gewaschen und ich musste das jetzt zu den Nachbarn schaffen, weil gerade dann, als ich das brauchte, war dann die Waschmaschine mit 4 Tage alter Wäsche gefüllt und das Pulver war auch schon drin, aber es war halt total grisselig und eklig und da wird auch die Kleidung immer so super unangenehm und schlecht zu tragen und deswegen es nervt mich schon wieder total. Besorgt eine Haushälterin, die macht das. Und Geld? Ja, was kostet die denn? Ich krieg die Hälfte von dir, ne? Pff, stell dich mal nicht so an. Du, ich hab da eine Nummer. Das ist nicht ganz, also, die macht das wohl nebenher, weißt du? Macht sie das auch gut nebenher? Das ist top. Meinst du, ich hätte da irgendeinen Idioten bei mir rumlaufen? Nee. Also, ich hab ja, keine Ahnung, du merkst es vielleicht nicht so, wenn bei dir geklaut wird. Du hast ja genug und bist selten da. Ja, nee. Dafür traue ich hier schon. Also Isabella macht das gut. Macht sie das, hat sie dabei ein kurzes Röckchen mit so einem... Alter, ich hoffe nicht. Also du hast sie noch nicht gesehen. Also, Nee, ich dachte erst, sie macht das vielleicht nicht gut, aber du guckst lieber mal hin, aber die Isabella nicht dein Fall. Die ist ein paar Jährchen zu alt für mich. Ach so. Also um die 30. Und was zahlst du dir? Was zahlst du dir? Ey, immerhin über Mindestlohn, ne? Also 10er kriegst du pro Stunde. Und wie lange braucht sie dann, um das irgendwie in Schuss zu halten? Ja, dazu.
gut, die Wohnung ist jetzt nicht gerade klein, aber ich bin ja auch nicht häufig da, also von daher so 3-4 Stunden in der Woche. Das geht ja wirklich. Ich würde fast drüber nachdenken, aber ich denke, er sollte auch einfach mal anfangen zu lernen, zurechtzukommen in der Wohnung und auch was beizutragen. Deswegen, nee, ich glaube nicht. Also, kannst du jetzt bitte einen Schritt zurück in diesen gekennzeichneten Raucherbereich gehen? Ja. Danke. Er macht einen Schritt nach hinten, damit er direkt auf der Linie ist. So, besser. Jein. Ausreichend. So, kriegst du es trotzdem alles ab. Ich puste dir quasi so in deine Richtung, komplett demonstrativ. Ja, aber jetzt ist es innerhalb des Ertragbaren. Denk doch mal an die Kinder. Nee. Ja, eben, als ob du Kinder austragen könntest. Hey. Ja, was? Darum geht's nicht. Komm. Man muss auch mal sich einfach an die einfachsten Dinge halten. Weißt du, das ist dieses typische, guck, wie ich einfach mein geregeltes Leben habe und meiner Frau alles nachtrage und was weiß ich und meine Steuererklärung pünktlich abgebe. Aber am Bahnhof, Alter, da stehe ich außerhalb des Raucherbereichs. Ich bin wer, Alter. Guck mich an, wie geil ich bin. Die meisten Leute sind doch einfach nur zu faul, um darauf zu achten. Meinst du? Ja. Also ganz ehrlich, das nervt doch einfach nur. Ich meine, wir sind hier in der freien Luft, hallo. Ja, ich glaube, wir werden das nicht weiter vertiefen, das bringt nichts. Ja, wenn du so wenn du so eine festgefahrene Meinung hast. Natürlich habe ich so eine festgefahrene Meinung, ich bin alt genug dafür. Ich habe mir das erarbeitet, jetzt ist es auch Zeit. Ja, euer Zug steht übrigens schon da, also... Wir können aber noch nicht rein, weil der Herr noch raucht. Ja, ich... Flupp dann meine Zigarette halt aus und mach flupp sie dann halt in den Aschenbecher. Das war auch nur ein Hinweis von außen, das war kein, ihr müsst da jetzt reingehen. Hey, wir müssen da jetzt reingehen. Wir gehen da jetzt auch rein. Ich habe jetzt auch geraucht. Also, super. Genau, also es, wie gesagt, es ist jetzt, bis ihr da seid und als jetzt alles gedauert hat, also in 10 Minuten fährt der Zug ab. Es gehen jetzt auch immer mehr Leute, die ihr Gepäck hineinhiefen. Viele haben etwas größere Koffer. Ich guck mal auch kurz auf unsere Reservierung. Wahrscheinlich erste Klasse. Hoffe ich doch mal. Ja, und gehe dann halt Richtung Platz. So, genau. Also ihr kommt dann auch in diesen Zug hinein. Da, wo ihr jetzt gerade einsteigt, war nicht die erste Klasse, sondern die zweite. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr geht dann halt durch die verschiedenen Abteile durch. Das sind jetzt halt auch viel Schlafwagen. Beziehungsweise halt auch Liegewagen, es gibt auch Sitzwagen, aber ihr müsst halt auch erstmal euch da durchkämpfen. Ihr seht halt einen alten Mann, der versucht irgendwie seinen Koffer da hochzutun. Ihr seht dann eine Zugbegleiterin, die ihm auch dabei behilflich ist. Es gibt auch hier 2 Familien, die mit ihren Kindern reisen. Wenn wir dann den Kindern vorbeigehen, sieht man mir hoffentlich auch an, dass ich halt ein bisschen genervt bin von diesen Kindern. Ich check dann nochmal kurz meine Karte, ob dann auch wirklich, dass ich noch weitergehen darf. Hoffentlich. Ja, ihr habt ein eigenes Abteil. Ein eigenes Abteil? Ja. Definiere Abteil, ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Ich rede hier von diesen kleinen Abteilen, genau. So, wo viele Leute schlafen können. Ihr habt eine erste Klasse Reservierung. Das bedeutet, theoretisch hättet ihr 4, sind dort 4 Gäste, die dort schlafen können und sitzen können. Da kann man die Bänke nämlich ausklappen, also man kann es quasi so ausklappen, dass man da auch schlafen kann. Und aber ich rede hier nicht von einem Großraumabteil. Gut, das ja, ne? Kennt man. Nee, also du kennst auch noch diese kleinen Abteile, wo man die Tür zumachen ich konnte. Ich kenne das auch. Im Zug gibt es nur 2 Bezeichnungen für Abteil. Einmal 4 gegenüberliegende Sitze und einmal der halbe Wagen. Verstehst du? Dann hätte ich Großraumabteil gesagt. Verzeih, ich habe dich angezweifelt. Ich werde mich im Staub wälzen. Das ist das Mindeste. Ja, wir wuchten unseren Scheiß in unser Abteil, ne? Jo. Achso, willst du eigentlich eine Charakterbeschreibung? Ihr könnt mal Charakterbeschreibungen geben jetzt jeweils, ja. Geil. Pass auf.
Nachdem man ja seine fluschige Daunenjacke abgelegt hat, kommt dieser wunderbare Typ zum Vorschein, ne? Der ist so Ende 20, Mitte, Ende 20. So eine flotte, ja, flott, Gelfrisur, braune Haare, aber so vorne, wo es so ein bisschen hochgegelt ist, mit so ein paar blonden Highlights drin, versteht sich. Ohrring, so ein Glas, so ein viereckiges Glasding geschliffenes. Schön dünn gemachte Augenbrauen, ganz leicht im Gesicht jetzt nicht geschminkt, das wäre total gay, aber so ein bisschen Farbe ins Gesicht gebracht, denn im März ist man ja, ne, muss man ja auch ein bisschen was hervorheben, obwohl man natürlich auch das Sonnenstudio besucht. T-Shirt ist grün mit so einem geilen Männer-V-Ausschnitt und super eng anliegend und dazu eine Stonewashed Jeans, wie sich das hier hört. Und natürlich super skinny. Reicht dir das? Ja, es ging mir eher damit ihr gegenseitig wisst, wer da vor euch steht. Du hast die Herrenhandtasche vergessen. Er hat keine Herrenhandtasche. Oh, Entschuldigung. Stuarts haben keine Herrenhandtasche, entschuldige. Es tut mir echt tierisch leid. Die haben eine Männerhandtasche. Ich hab's mir nur gerade dabei vorgestellt, es fehlte einfach wirklich nur in diesem Bild die Herrenhandtasche. Nee, ich denke, das wird eine größere Umhängetasche als Handgepäck sein, einfach weil... Ne? Grenze. Ja. Also Norbert ist quasi recht groß gewachsen. Auch, naja, mehr oder weniger sportlich. Also er achtet schon ein bisschen auf seine Figur. Ist jetzt aber nicht so einer, der jetzt ständig ins Fitnessstudio geht, aber man muss ja als Pilot auch ein bisschen fit sein. Und muss sich halt vernünftig ernähren, damit man halt einen schneidigen Eindruck macht. Hat eine Fliegerbrille gerade auf, 3-Tage-Bart. Du hast eine Fliegerbrille auf? Also so eine, diese Fliegersonnenbrillen, kennst du diese großen? Ach so, ja, okay. Ich dachte, du meinst so ein Lederding wie der Rote Baron. Nein, Gott. Ich bin doch kein Gott. Ich dachte gerade schon. Nein, so eine Fliegersonnenbrille, wie man sie aus Top Gun kennt. Das ist viel besser, es ist ja immerhin März. Genau, und später Nachmittag und es regnet, das heißt, es ist eh schon fast dunkel. Dann hat er sie in den Haaren stecken. Du, ist alles gut, ich finde das okay, mach. Ich finde es. Das ist ein gottverdammter, er ist der beste Mann. Ja? Widersprich mir nicht. Ja, 3-Tage-Bart, kurze Spannung. Kleidung, locker, leger, gekleidet einfach ganz normal, es ist, momentan eine braune Lederjacke, darunter ist ein Hemd. Und eine Jeans. Zwei kurze Fragen. Was war das nochmal für eine Bart-Friese? Ein 3-Tage-Bart. Ein 3-Tage-Bart, okay. Und dann nochmal zum Verifizieren. Haben wir uns gerade als flott und schneidig in Kombination bezeichnet? Ja. Sehr gut. Das musste ich nur nochmal kurz. Ja, sehr gut. Flott und schneidig, klar, natürlich. Läuft. Das ist es hier jetzt also, ja? Ist nicht gerade das Hilton, aber na gut, ne? Na, ich finde, für erste Klasse hätten sie weniger ausgewaschene Vorhänge eigentlich durchaus. Naja, gut. Ja, also Betten in Ordnung sind. Ach ja, übrigens, von eurem quasi eurem kleinen Abteil geht eine kleine Tür ab. Wenn ihr da hineinguckt, befindet sich dort ein kleines Waschbecken, eine winzige Dusche und eine Toilette. Sehr gut. So, alles der Raucherraum, ne? Alles quasi so, dass ihr euch da gerade so drin also multifunktional und gerade drin umdrehen könnt, aber das ist eigentlich eine gute Frage. Gibt es hier einen Raucherabteil? Denn erstens ist es ja nicht keine ausschließlich deutsche Fahrt und zweitens ist das ja eine 2,5-Tagesfahrt. Ja, es gibt hier einen Wagen, in dem man rauchen darf. Cool. Und es gibt das Klo. Ja, mit dem Rauchmelder, wo wir dann anhalten werden wegen dir. Nein, verzeih, deinetwegen. Ah, da passt schon, ich mach das Fenster auf. Weißt schon, wie so ein Rauchmelder funktioniert? Also, das ist eine ziemlich rhetorische Frage. Ja, du weißt es. Ja, weiß ich. Deswegen dieses Ding hat übrigens kein Fenster. Es hat eine Abluft, aber kein Fenster. Ach Gott. Als wenn ich im Flugzeug wäre. Dann musst du wohl mal ohne aushalten. Weißt du, deswegen mag ich diese 13-Stunden-Flüge nicht. Das ist immer. Boah, das geht mir so auf den Sack. Kannst du ja mal zwischendurch das nächste Mal sagen, brauchst eine Raucherpause oder so?
Können wir einen kurzen Zwischenstopp machen? Nee, dafür gibt's ja die Patches. So, hast du echt Nikotinpflaster dafür? Ja. Krass. Ja, 13 Stunden ohne den Rauchen, also ich bitte dich. Ja, aber ich hab von Leuten gehört, dass halt eher das Ziehen an sich macht die glücklich und nicht das Nikotin. Ja, ich meine, Sucht und so, aber. Ich dachte eher, das ist so diese orale Phase, die man dann nicht ganz überwunden hat. Deswegen macht man das. Das kommt aus deinem Mund. Hey. Hey. Ich bin wissenschaftlich und du musst das wieder auf so eine Schiene ziehen. Ja. Entschuldigung, aber. Ganz ist ehrlich. Okay. Kann man machen. Da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Vor allem aus deinem Mund war noch so. Nee, da ist einfach. Ja. Hab ich direkt verloren. Scheiße. Also, ne? Lassen wir das Thema, passt schon. Gut. So, kommen wir erstmal an. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Tage. Oh Gott, was machen wir denn die ganze Zeit? Wir inspizieren erstmal die Qualität des Speisewagens. Das ist doch schon mal das Erste. Ja, das ist schon mal ganz gut, der Plan. Achso, wir müssen ja garantiert allen möglichen Scheiß extra bezahlen, außer Grundnahrungskacke. Wie wird denn das bezahlt von unserem Konzern? Also, euer Arbeitgeber gibt euch quasi, also eine Grundversorgung bekommt ihr. Klar, er muss euch ja Nahrungsmittel bezahlen, sprich, ihr bekommt einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung gestellt, den ihr pro Tag verbrauchen könnt. Das bedeutet, wenn ihr das mal kurz durchrechnet, weil Listen für die Mahlzeiten und den ganzen Kram liegen hier halt, also die liegen da aus, das wisst ihr auch. Also die sieht man auch und ihr könnt hier sogar auf Personal zurückgreifen, das vorbeikommen kann, wenn ihr einen Wunsch habt. Das ist für die erste Klasse. Es gibt auch nur einen erste Klasse-Wagen. Hier, der Zug ist relativ kurz. Das bedeutet, ihr habt einen erste Klasse-Wagen, ihr habt quasi ein Bordrestaurant, dann habt ihr noch einen Großraumabteil, dann habt ihr zwei Wagen, wo einfach, das ist normal zweite Klasse, da sind sowohl Sitz- als auch Liegeabteile drin und ihr habt noch einen kompletten Schlafwagen von der zweiten Klasse und in diesem diesem Bordrestaurant quasi, da ist auch ein Raucherbereich. Also in diesem Speisewagen. Das ist auch ein Raucherbereich. Es ist nicht so, als ob der Zug nie halten würde. Also er hält zwischendurch und dann habt ihr auch jeweils eine Stunde Aufenthalt auf den Bahnhöfen. Der wird während dieser gesamten Fahrt in Frankfurt nochmal halten. Da ist die Fahrt von hier aus auch nur ein paar Stunden. Der fährt von Berlin über Frankfurt? Ja, der fährt von Berlin über Frankfurt. Das cool. Jetzt auch, ernsthaft? Berlin, Frankfurt, ja. Moskau? Berlin, Frankfurt, dann hält er in Warschau nochmal. Du weißt schon, wo Berlin und Frankfurt liegen, oder? Ja, ich weiß, wo Berlin und Frankfurt liegen. Sie hat sich auch, glaube ich, die richtige Linie ausgeguckt. Das muss ja, also wirklich so geben. Man hätte ja auch von Frankfurt nach Berlin fahren können, aber das wäre ja sicherlich zu einfach gewesen. Warum das jetzt so war, weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall mal eine Verbindung, die so gefahren ist, ja. Berlin, Frankfurt und dann rüber. Das ist schon klug. Und dann das nächste Mal in Warschau, ja? Genau, ja, ich habe mir jetzt die ganzen Zwischenstationen da nicht mehr rausgesucht. Ach so. Weil da leider keine Angaben zu waren. Aber Kamerabzug. Das ist nicht so schlimm. Ich behaupte, dieser Zug wird nochmal in Warschau halten. Und, so. Genau, und dann wird der durchfahren von Warschau aus nach Moskau. Okay. Also machen Sie keine Grenzkontrollen. Sehr gut. Ah, an den Grenzen werden die mit Sicherheit auch halten, oder? Ganz kurz. Und darüber gab's keine Angaben. Es kann gut sein, dass die von den Grenzern nochmal aufgehalten werden. Das ist sogar höchstwahrscheinlich, dass sie an einem Grenzbahnhof nochmal kurz halten. Aber da steht keine Information über den Aufenthalt. Mist. Ja, also so wie ich das kenne, aus früheren Zugfahrten über Grenzen,
ist es halt so, dass die halt in einem Bahnhof kurz vorher einsteigen. Dann gibt es halt die Fahrt über die Grenze und währenddessen kontrollieren die und dann steigen die auf der anderen Seite wieder aus. Ja, das kann gut sein, aber das ist halt nicht als Aus- und Einsteigebahnhof für Gäste gekennzeichnet. Ja, das sowieso nicht. Und auch nicht als Aufenthalt gekennzeichnet. Deswegen ist das möglich. Es stand auch drin, dass gegebenenfalls Grenzkontrollen stattfinden, also dass Grenzkontrollen stattfinden und ihr dann halt eure Pässe etc., ne? Die man halt so braucht, wenn man die EU-Grenzen dann doch irgendwann überfährt. Aber, Ach du Scheiße, da wird der Zug ja über Zitter fahren. Oh nee. Sorry, der musste nochmal sein. Keine Ahnung, wo liegt Zitter und was ist Zitter? Zitter, Kaff, was? Drei Länder. Ach, Zwittau? Nee. Was? Zwittau? Nein. Zittau und Zwickau gibt's und Zittau ist Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland. Und da werden sie ja vermutlich kontrollieren, weißt du wie? Da kannst du nämlich, das nehme ich direkt an der Grenze und da gibt's ja einen Bahnhof. Verstehst du? Jo. Nichtsdestoweniger klopft das gerade an eurer Abteiltür. Wer steht denn der da? Zug ist übrigens mittlerweile angefahren. Ja, wer steht denn da? Eine Dame Mitte 40. In einem Kostüm, das dieser entsprechenden Bahnlinie angepasst ist, in den Farben dunkelgrün-blau, die euch freundlich anlächelt. Sie hat die Haare nach hinten gebunden, hat auch so ein nettes Häubchen auf. Guten Tag. Einen schönen guten Abend, Herr Geißler und Herr Wegrich, nehme ich an. Richtig. Gut, ich wollte Sie herzlich begrüßen und Sie darüber in Kenntnis setzen, dass, falls Sie irgendetwas benötigen, hier die Gegensprechanlage ist, auf der Sie mich oder die entsprechende zuständige Zugbegleiterin rufen können. Haben Sie denn jetzt einen Wunsch? Dankeschön erstmal. Ich hätte gern eine Flasche Wasser, bitte. Selbstverständlich. Können Sie bitte gleich zwei Gläser dazu bringen? Das wäre ganz toll. Natürlich. Dankeschön. Und wie war nochmal Ihr Name? Ich bin Frau Müller. Dankeschön, Frau Müller. Sie dreht sich um, das habt ihr auch auf dem kleinen Schildchen gesehen, das da an ihrer Bluse hing. Und sie dreht sich um und geht. Oh, und sie muss arbeiten und ich nicht. Und ich muss irgendwelchen Deppen Getränke bringen. Oh, das wird super. Oh, wir haben viel zu wenig irgendwie Kapital für diese Reise. Vielleicht müsste ich sie noch ein paar Mal rufen, weil mein Kissen nicht weich genug ist. Das könnte passieren. Du nutzt das auch schamlos aus, oder? Ja. Selbstverständlich. Die hat Glück, weißt du. Die muss nicht dauernd. Oh, ich hab solche Flugangst. Oh nein, das ist mein erster Flug. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sie müssen mir helfen. Ich muss hier raus. Ja, wir sind jetzt aber seit 3 Minuten gestartet. Das musst du nicht ertragen. Weißt du? Ach komm, so schlimm sind doch unsere Gäste bestimmt auch nicht. Ja, du sitzt vorn, getrennt von dieser Tür. Die sind so schlimm. Du. Mein Lehrer hat immer gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, aus dem Fenster zu gucken. Pff, hat der Unrecht gehabt. Deswegen muss ich mir die Leute hinten nicht antun. Also, ey. Das Schlimmste ist, wenn die... Boah, kennst du das? Diese blöden, verkackten Blagen, die, wenn die nach vorne sollen oder dürfen. Boah, die gehen mir jedes Mal auf den Sack. Ja, du hast die halt 5 Minuten und ich hab die halt die ganze Zeit. Ich find's auch toll, wenn Mütter ihre Kinder einfach immer mit alle so rumzudrücken. Das ist gut, ja. Das muss doch sicher sein. Wir sitzen in einem Flugzeug. Da drückt man nicht auf irgendwelche wilden Knöpfe. Ja, warum lässt du die auch rein? Da darf doch niemand rein. Ich bin nur der Co-Pilot. Der Pilot ist, oh ja, die Kinder, Scheiße, ey. Ja, du musst dir aber nicht diese ausgefranste Weibsbrust angucken, an die sich dieses Kind da dranhängt, wenn es noch jung genug ist und das aussaugt. Ja, das mag man vielleicht noch angucken können. Naja. Weiß nicht, nach dem 4. Kind ist das so eine Sache. Schön mit den Dehnungsstreifen und allem, das die weiß nicht. Wie es geht. Die Kinder. Nein. Ah. Aber nee, ganz ehrlich, also diese Blagen, oh
Gott, in dem Cockpit, das ist die Qual. Ich habe diesen Job gewählt, damit mir keine Sau auf den Sack geht. Und was ist los? Die Leute kommen in die Kabine und gehen einem auf den Sack. Ich find's am nervigsten, diese kleinen pubertierenden Mistsäcke, die immer Handyvideos machen, wenn du die Security Advices gibst mit diesen tollen, eingeübten, standardisierten Bewegungen, weißt du, alle gut in der Reihe und dann kommen die ganzen Handyvideos. Ganz ehrlich, das ist auch total lächerlich, so wie das aussieht, wenn ihr da rumhandelt. Natürlich ist das total lächerlich, aber wir müssen es ja auch für die Vollidioten verständlich erklären, damit sie wissen, was sie tun könnten, bevor sie sowieso sterben. Ja, eben. Also ich meine, Gott. Wenn wir da vorne abkratzen, dann hilft euch auch nichts mehr. So egal, was dann, wie ihr euch hinsetzt. Das ist nicht ganz falsch, aber für die dummen Leute, die denken dann, wir wissen, was wir tun und sie sind sicher und die klugen Leute wissen sowieso, dass sie sterben. Also ist okay. Ja, deswegen stürzen wir ja so sehr ab. Damit ihr nicht sterbt. Außer neulich natürlich. Aber das kann man ja vernachlässigen. Ach, ey, der wollte halt gegen den Berg fliegen, der ist halt gegen den Berg geflogen. Das ist, ne? Das war kein richtiger Absturz, das kann man nicht zum Absturz zählen. Das war doch gewollt. Achso, die Definition von Absturz nur wenn ungewollt. Was ist es denn, wenn es... Ein Pilotenfehler in dem Sinne. Okay, so 11. September Pilotenfehler. Zum Beispiel. Ah nee, stimmt, der wurde ja gestört, das ist natürlich auch was anderes. Okay, sehe ich ein, kann ich mitleben. Den Film habe ich auch gesehen, war witzig. Hä? Was? Von welchem Film redest du? Na, es gibt doch diesen Film, wo die das verarschen quasi. Dann schaltet der sich um und zieht gerade die Maschine nach links, um halt nicht in diesen Tower reinzufliegen. Und dann stürmen die halt das Cockpit und kämpfen mit dem und dann zack, fliegt er doch wieder in diesen scheiß Tower. Ich hab so gefeiert. Den kenne ich gar nicht. Echt nicht? Wie hieß denn der noch? Ach, der Regisseur braucht immer nur so Scheißfilme. Fällt mir gerade nicht ein. Ich muss nur nachgucken, was unter dem Patriot Act mit 9/11 verboten wurde, dann werde ich das schon finden. Boah, vielleicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe kein Handyempfang. Was? In welchem Netz bist du denn? Hier. Daddy, was hat man heutzutage für Handynetze für ein Smartphone? Telekom, Vodafone, was willst du haben? Es ist also auf jeden Fall nicht Telekom, es ist also wohl Vodafone. Gut, warte mal kurz, ich mach dir mal einen Hotspot. Du kriegst einen Hotspot von meinem Handy, auf dein Handy. Freundlich. Und da steht dann schön Telekom-Netz. Zu freundlich. Warum bist du bei der Telekom? Weil sie immer noch das beste Netz haben. Willst du dich gern verarschen? Gerade auch in Verkehrsknotenpunkten. Außerdem... gerade im Ausland haben die halt die besten Verträge. Und hey, wir sind öfter im Ausland. Mister, kann ich nichts gegen sagen. Hast du dein Handy etwa nicht beim Start- und Landevorgang ausgeschaltet? Es könnte ja wichtige Instrumente vollkommen verfälschen. Gott. Ich kann mich noch an das erste Mal erinnern, als mein Pilot sagte, hier komm, land du mal. Ich muss meiner Frau texten. Also es war... Ach komm, was? Diese blöden Geschichten von wegen, schaltet euer Handy aus. Ja, hey, wenn alle gleichzeitig irgendwas... Ja, ist das Wortnetz überlastet, super. Und dann müssen wir alle sterben. Können wir nicht mehr ins Internet surfen, richtig. Und das führt zu sehr unausgeglichenen Piloten und unausgeglichenen Piloten, und die fliegen auch mal gegen den Berg. Das ist der Grund. Diese scheiß Passagiere hatten mal wieder ihre Handys nicht aus. Haben wir dieses Mysterium auch gelüftet? Die sind so gut, wir sollten irgendwie eine Art Detektivbüro starten. Nee, da kommen ja zu viele Leute vorbei. Nerven. Stimmt. Ach Gott. Also, außerdem wäre ich dann nicht mehr dafür bezahlt, aus dem Fenster zu gucken. Oder in der Gegend rumzufahren. Doch, in der Gegend rumzufahren schon. Und aus dem Fenster auch, aus dem Autofenster. Nee, ich glaube, das ist mir zu stressig. Ich glaube, es gibt einfach kein Geld. Oder ich meine, wie viele Detektivbüros hast du in deinem Leben eigentlich schon gesehen? Keins. Bei mir ist es genauso. Das muss doch einen Grund haben. Ja, ich habe keine Frau, die mich drücken könnte. Ist ein Argument.
Siehst du? Sonst hätte ich bestimmt schon Detektiv angesetzt, aber pff. Nee. Oder halt, die meine Wäsche verrutschen kann. Warum lachst du dir sowieso was überhaupt an? Es ist nur ein Mitbewohner. Quasi. Ist klar. Außerdem kann nicht jeder so eine kalte Maschine sein. Und so viel Geld für ausländische Huren haben. Den gebe ich doch kein Geld. Sondern du sagst ihnen, ich bin Pilot und sie sagen, wow, ausländisches Sperma oder... Ein bisschen subtiler, aber ja. Wow. Er zieht seine Brille so über die Nase. Wow. Läuft doch. Oh Gott. Du schläfst auf deiner Seite. Das sind doch Doppelstockbetten, oder? Ja, und wir haben vier davon. Such dir ein anderes, nicht meins. Nur um das mal klarzustellen, du. Euer Lautsprecher knackt kurz. Guten Abend und herzlich willkommen bei European Railways. Mein Name ist Thorsten Berger und ich bin Ihr Zugführer. Ich möchte es bitte ausschalten. Jetzt kommen noch die Safety Instruction. Das ist kein Problem, du kannst es ausschalten. Wenn der jetzt bei jedem Halt etwas gesagt hätte. Oh Gott, das Ding, wenn ich wieder aufs Verzögerung gibt. Ich mach's wieder an. Warte. Wird voraussichtlich 52 Stunden dauern. Da wir einige Grenzen überschreiten, kann es wegen Kontrollen zu Verzögerungen kommen. Essen und Getränke erhalten Sie in unserem Speisewagen, der von 7 bis 24 Uhr geöffnet ist, oder beim Zugpersonal. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Danke. Ich bin so froh, dass du diese Scheißansagen bei uns machen musst und nicht ich. Es geht mir immer auf den Piss, ich bin hier Pilot, bla bla, boah Gott. Hey, du musst sie doch aber trotzdem machen. Ja, nur ein paar davon. Also, meistens sowieso macht das der Pilot und ich muss es ja sowieso nicht machen. Außer der Pilot ist mal gerade irgendwie verhindert, weil der einfach mal keinen Bock hat. Ja, oder weil er wieder betrunken ist. Gott, zum Glück passiert mir das nicht so häufig. Ich finde das halt auch immer so super, wenn man startet, man fliegt irgendwie 16 Stunden plus oder 8 Stunden reicht ja schon. Und dann sagen die einfach die bekackte Wetterlage am Zielort, als ob die sich in 8 Stunden einfach nicht ändert. Als ob das jemanden interessiert. Herr Rhein. Frau Müller steht wieder da. Hat Hallo, ein Frau Tablett, Müller. Zwei Gläser und eine Flasche Wasser auf diesem Tablett. Das ist zu freundlich. Dankeschön. Wo darf ich es hinstellen? Hier auf dem Tisch. Wir Sie stellt Tisch, es oder? Ab. Ja, ihr habt so einen kleinen ausklappbaren Tisch da. Quasi ja, am Fenster. Da habe ich hier quasi den Tisch gerade ausgeklappt. Quasi. Vielen Dank. Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen? Nein, danke. Danke, das reicht erstmal. Gut, dann wünsche ich eine gute Fahrt. Sie dreht sich um und geht. Schließt die Tür. Ich stoppe die Zeit. Wie lange hat sie gebraucht? Um euch das Wasser zu bringen? Ganz recht. Insgesamt hat das Ganze 11 Minuten gedauert. Oh mein Gott. Yep, die sind langsamer als ihr. Hey, 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 hey. Hey, komm. Na gut, okay, wir sind zu mehrt, aber es sind auch mehr Leute. Also ich finde auch, das ist relativ... Da könnte man noch ein bisschen... Ich finde aber auch ihr Lächeln ist... zu wenig gestellt, das müsste viel hölzerner aussehen. Bei dem guten als Personal sieht das hölzerner aus. Hatte. Ja, oder als ob sie noch nicht innerlich tot ist, das ist furchtbar. Oh Gott. Kannst du dir das vorstellen? Also ich meine, nach Moskau und hin und zurück ist ja nicht die Strecke, aber kannst du dir vorstellen, jedes Mal diese blöde schissene Strecke zu fahren? Gott. Natürlich bekloppt. Wird doch nicht immer diese Strecke fahren. Ist doch Quatsch. Wenn sie da hinten ist, muss sie wieder zurück in Deutschland. Ja, aber dann wird sie ja erstmal ein paar Tage frei haben. Und dann wird sie sicherlich andere Strecken fahren. Ich glaube nicht, dass sie immer die gleiche Strecke fahren dürfen. Ja, aber trotzdem diese... Also, ich meine,
Zwei Tage, also die werden ja noch öfter längere Strecken machen. Das ist völlig bescheuert. Also es ist, Gott, ich bin so froh, dass es Flugzeuge gibt. Vielleicht fährt die dann auch von Warschau wieder zurück nach Leipzig, dann nach Oldenburg und dann nach Berlin. Und inzwischen ist in Warschau jemand anders eingestiegen. Jemand, der mehr Polnisch spricht. Und noch ein bisschen Deutsch. Ey Gott, toll, dann kriegen wir noch wechselndes Personal hier. Ach, richtig, scheiße. Das heißt, wir können uns zumindest bei einer unbeliebt machen. Na, mal schauen. Ne, wir sollten es vielleicht nicht übertreiben. Ja, die sind doch genau wie wir, die werden doch auch tratschen. Das ist richtig, das ist ja auch ihre Aufgabe, aber das hat damit nicht viel zu tun. Oder meinst du, dass sich dann die schlechte Kunde so schnell verbreitet, dass wir am Ende... Ja, ich finde das immer so klasse, wenn man kommt raus, holt gerade seinen Kaffee und stehen da wieder zwei von euch und ratschen gerade über einen Gast, den sie ja schon letzten Flug behandelt haben und der war so richtig, richtig nervig. Ich habe da teilweise Geschichten drauf, das ist Wahnsinn. Ich finde das auch immer super, wie du sagst, von euch, your people. Naja, ich verstehe. Ja. Du bist ein kleiner Rassist, ein Jobist. Jobist? Schogi, ja, reicht. Saftschubsen kann ich ja wohl nicht sagen, oder? Wir sind höchst überqualifizierte Saftschubsen, ja? Ich hab Abitur. Ja. Und sprichst mehrere Sprachen, oder? Was war das für eine Frage? Nee, kann nur Deutsch, weil fliege nur in Deutschland. Zum Beispiel jetzt das Ostdeutschland, also sehr östlich, bald wieder Deutsch. Siehst du? Deswegen, also es... Ihr habt da ja schon Respekt vor. Außerdem müsst ihr euch immer mit diesen blöden Kindern abmürksen. Wie gesagt, die Kinder sind noch nicht das Schlimmste. Ich Flugangst. Gesehen. Auch gut sind natürlich ist kranke Leute. Hm? Ernsthaft? Diese kleinen Mimosen, die immer rumweinen? Na, entweder sie weinen wegen jedem Scheiß rum oder sie sind halt wirklich irgendwie gerade haben die Grippe oder so. Das ist einfach richtig gut in so einem Flugzeug mit perfekter Luftzirkulation. Es werden alle bekommen. Ja, ich stand hier beim meinem letzten Flug beinahe vor der, ich habe beinahe keine Einreiseerlaubnis bzw. keine Landeerlaubnis gekriegt, weil ich so einen Seuchenherd bei mir hatte. So einen bescheuerten Scheiß. Das hält ihn auch nicht am Terminal auf, dass die Leute da nicht einsteigen dürfen, wenn die ja irgendwie Verdacht auf irgendeine ansteckende Krankheit haben oder sowas. Wir standen nachher 3 Stunden lang an diesem scheiß Gate, bis halt dieses Tropencenter da angerückt war. Wie bescheuert war das denn? Finde ich lachmäßig. Ich finde das gut. Das war meine kostbare Zeit. Ich war kurz nur duschen, konnte dann wieder einfliegen und durfte direkt wieder losfliegen. Ne? Den ganzen Aufenthalt auf der Insel habe ich nicht mitgekriegt. Oh nein. Keine malaysianischen Brüste. Oh, eben. Und das sind ja bekanntlich die asiatischsten. Rundesten. Ah, also, okay. So nennt man. Gott. So, ich mache erstmal meinen Laptop auf, quasi räume den auf und dann bastle ich, baue den halt komplett auf. Also sprich mit Maus dabei, Netzteil, Headset rausholen. Und dann kommt zum freien Blick. Sag mal, hast du irgendein Notebook dabei oder sowas? Na klar. Ich habe mein iPad. Ich meine jetzt ein Notebook, also irgendwas zum Zocken. Nein, ich habe mein iPad. Kann ich. Flappy. Oh Gott, ich kann es nicht über die Lippen bringen, Deli. Da kann ich Mohun spielen. Ich halte den Rekord. Also den lokalen. Okay. Ja, sonst hätte ich jetzt gesagt, zocken eine Runde Call of Duty oder sowas, aber naja, ich klinge mich da mal ein.
Ich setze dann quasi auch mein Headset auf und fange dann halt an. Dein Hotspot geht übrigens jetzt wieder weg, weil brauche ich den selber. Weil ich spiele natürlich online. Und ja, der Lag ist scheiße, aber man kann damit spielen. Mhm. Ich werde mir das gibt doch so übelst geile Bahnzeitschriften, hast du die schon mal gesehen? Ja, selbstverständlich. Sind die schon genauso gut wie die im Flugzeug? Nein, sie sind noch besser, denn sie gaukeln vor, Inhalt zu haben. Es ist einfach unglaublich. Ich werde mir so ein Ding nehmen und es genießen. Mhm. Gut. Oh Gott. Norbert. Du spielst, ja, du hast ein bisschen Lag, aber die Verbindung hier ist eigentlich noch ganz gut. Ihr seid zwischen Berlin und Frankfurt unterwegs, da gibt es noch sowas Ähnliches wie Zivilisation. Yep. Und dein Laptop, also dein Sound in deinen Ohren kommt irgendwann ein Rauschen. So ein bisschen, kennst du dieses Radiorauschen noch, wenn du den Sender nicht so richtig drin hattest? So ähnlich. Kenn ich, ja. Ja, ich fummel halt ein bisschen an meinem Headset rum und hoffe, dass es dann halt, ne, steck das nochmal ein und aus und ne, prüft die Verbindung halt. Mhm. So zwischen Respawn. Alles in Ordnung? Das Rauschen geht nicht weg. Ja, muss ich mir neue Headsets kaufen. Kannst meine Kopfhörer bekommen, wenn du willst. Ich guck kurz auf, probiere dann halt mal die, setz das ab hier. Ich probiere das mal. Ich werde vorher diese Noppen wechseln, damit nicht sein Ohrenschmalz später an meine Außen-Innen-Dingster-Ohren gelangt. Hast du Musik gehört? Ich? Nö. Okay. Gut. Ja. Du klingst die anderen Kopfhörer ein. Es geht erst gut und dann kommt das Rauschen wieder. Auch relativ schnell, nach einer halben Minute oder so. Ja, super. Ich stöpsel die Dinger wieder aus und bringt nichts. Liegt wohl an der Buchse oder so. Ich muss das mal wieder zu diesem IT-Fuzzi bringen. Irgendwie stimmt was an der Buchse nicht. Keine Ahnung. Aber danke. Du lässt die Buchse auswechseln? Ja, der soll das Ding einschicken, hat auch Garantie. Ach so. Beziehungsweise soll man ein Ersatzgerät geben und meine Daten vorher überspielen. Stimmt, das wär viel zu krass, wenn du selber deine Daten über... Nein! Nein. Wofür bezahle ich die Leute? Ich bin ein Mann, du bezahlst sie nicht dafür, wenn du es einschicken lässt, oder? Nein, aber wenn ich denen sage, ich brauche ein Ersatzgerät jetzt, dann will ich, dass er die in die Schublade greift, mir das Ding da hinlegt und dann will ich meine Daten da sofort drauf haben. Weil was will ich denn mit einem Ersatzgerät, wenn da keine Daten drauf sind? Korrekt. Du bist ein Mann von Welt, du kannst dir sowas herausnehmen. Ganz normal. Wie machst du das denn? Ja, ich sage, ach, scheiße, die Buchse ist kaputt, nerv, besorg mir USB-Kopfhörer und warte, bis das Ding endgültig Schrott ist. Wofür hast du denn Garantie und Garantieverlängerung? Buchsen gehen genau dann kaputt, wenn die Garantie vorbei ist. Ja, das sag mal meinem Surface. Das Ding ist gerade erst ein halbes Jahr alt. Vielleicht ist die ganze Strahlung im Flugzeug einfach zu krass. Was, wenn das nicht ab kann, dann muss das ab. Außerdem Strahlung, so viel Strahlung gibt es auch nicht. Geht. Ja, ich weiß, ich kenne die Richtlinien. Dann. Zufälligerweise habe ich das gelernt. Ja. Genau wie du. Beim Test beschissen. Gar nicht. Aber ich habe das selbstverständlich alles wieder vergessen, weil es mich null interessiert. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum du nicht so allzu viele Überstunden machen darfst, weil dann halt dieser Sievert-Wert zu hoch ist und so weiter. Ja, ich weiß. Und dann fallen mir die Haare aus und dann bin ich hässlich und das wäre uncool und ich weiß. Eben. Aber da musst du schon sehr viele Überstunden schieben. Ja, und deswegen kümmert sich ja auch mein Arbeitgeber darum, genau dafür das auszuloten, wann das okay ist und wann nicht. Genau. Und da wird er sich gut drum kümmern, weil wenn ich nämlich die Strahlenkrankheit kriege, ist er todesmäßig mega am Arsch. Deswegen, ja. Mir egal. Ja. Ach Gott. Da hab ich auch keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Das zocken wir nicht immer diese... wenn es immer wieder rauscht. Was soll denn der Kack? Das Rauschen wird stärker. Ja, ich pfeffer mein eigenes Headset, was ich ja wieder rangemacht habe, in die Ecke.
und gibt frustriert auf. Mhm. Ich wechsle wieder die Noppen. Und ja, das ist wichtig. Schreib's dir auf. Mach ich. Kann in diesem PDF nichts schreiben, das ist ja günstig. Du kannst mit der Kommentarfunktion da eine Sprechblase einfügen. Ja, cool. Ja, einmal mit dem EDV da zu arbeiten, ne? Ich muss mir das auch kurz notieren, dass ich das Surface zum EDV-Idioten bringen muss. Das ist völlig in Ordnung. Das ist total wichtig jetzt. Mhm. Also, der Lautsprecher fängt an zu knacken. Es geht manchmal ein bisschen, also das Licht geht quasi an und dann hört ihr dieses Knack-Knack. So, als wenn irgendwer was sagen würde, ihr hört aber auch nur dieses Rauschen. Dieses Radio-Rauschen quasi. Oh Gott, kriegen die ihre Sprechanlage nicht auf die Reihe oder was? Also wenn das in 5 Minuten nicht vorbei ist, wird es auf jeden Fall Zeit für Frau Müller. Ich drücke auf den Knopf, Frau Müller. Du hörst Musik. Ich höre Musik. Mhm. Musik aus den 40er Jahren. Toll. Moment. Ist das jetzt eine aus den 40er Jahren? Welche Musik aus den 40er Jahren? Na, Ende der 40er. Ach so, ich verstehe. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Sehr böse Gedanken. Was? So, Entschuldigung, also wir haben... Hat die mich jetzt gerade in die Warteschleife gepackt? Gibt es hier ernsthaft? Eine Warteschleife? Ja, keine Ahnung, anscheinend. Das kann mir so das lebhaft Musik. Nicht vorstellen. Ja, keine Ahnung. Aber ernsthaft? Ich würde sagen, da ist jetzt bei ihrem Licht angegangen und die kommt einfach. Ja, woher kriegen wir diese beschissene Musik? Macht sie doch einfach aus. Klick. Also ich mache sie jetzt wirklich aus. Mhm. Kein Problem. Ja, wir warten auf Frau Müller. Die kommt nicht. Zu dem Zeit, also ne, zu jetzt wissen wir auch, welcher Begleitung wir uns unbeliebt machen. Achso, Moment, wenn wir die Musik ausmachen, rauscht das dann eigentlich noch? Das hat immer noch so ein bisschen dieses leise Knacken immer mal wieder. Okay. Dann hört ihr aber auch so ein kleines, also so ein ganz leisen Knall quasi und dann geht auch das Licht aus bei eurer Gegensprechanlage. Erste Klasse. Ja, im übertragenen Sinne hast du wahrscheinlich recht, aber alter Schwede. Ich sag doch, wir sollten lieber fliegen. Das ergibt total den Sinn. Jetzt wurde... Moment, irgendwas war da. Ach ja, deine Leute streiken hier. Ich hatte es vergessen. Ey, bin ich in der Scheißgewerkschaft? Nein, also. Nein, du bist ein unsozialer Streikbrecher und ich werde mich jetzt auf den Weg zu Frau Müller machen. Mach das. Ich mach das. Und mach dir mal ein bisschen Dampf. Mach ich. Danke. Ja, ich leg die Füße auf den Tisch und schließ die Augen. Versuch dieses Knacken zu ignorieren. Das gibt es nicht mehr. Es ist jetzt alles verstummt. Sehr gut. Das Licht ist ausgegangen und es ist völlig verstummt. Also das gesamte Licht oder nur dieser Licht an diesem... Nur diese Gegensprechanlage. Sehr gut. Ausgezeichnet. Endlich Ruhe. Ich gehe zu Frau Müller. Auf Doom. Du gehst zu Frau Müller auf Doom? Mhm. Okay, ja, du verlässt euer Abteil. Mhm. Und gehst dann in Richtung des Speisewagens, der Lok. Ich habe übrigens vorhin vergessen, es gibt auch noch einen Gepäckwagen quasi, also einen Lagerraum, was auch immer die da halt, um alles zu lagern, was sie brauchen. Ich habe mein Gepäck auf jeden Fall im Zimmer. Das kann man abschließen und wir haben ja das Platz. Das ist richtig, aber es gibt auch Leute, die größere Mengen Gepäck mitnehmen wollen, die haben auch dazu dann die Möglichkeit. Ich interessiere mich nicht für den Pöbel. Zweite Klasse Reise. Sehr gut. Nicht mal mit eigenem Badezimmer. So. Gut. Du begibst dich in Richtung der Lok.
Klingt dann an eine Tür klopfen. So, dass die richtige ist, werde ich das tun. Ja, ja, da ist dann Personal, steht quasi dran. Stuff only. Genau. Nur für autorisiertes Personal. Die Tür geht auf und der braune Dutt quasi schaut, der braune Dutt von Frau Müller schaut ihr entgegen. Steht sie mit dem Rücken zu mir? Nö. Wie kann dann ihr Dutt mich... Ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Das ist nicht so schlimm. Ich dachte auch gerade so, Moment. So ein Dutt ist ja eigentlich eher hinten. Ja, ist er auch. Okay, okay. Verzeihung. Nee, ist okay. Ich dachte nur, sie macht die Tür auf und steht mit dem Rücken. Könnt ihr mir das Nein, vorstellen? Tut sie nicht. Dam, dam, dam. Sie hat quasi, Gesicht. Sie hat, weil ihre Kollegin sie nochmal kurz angesprochen hat, nochmal den Kopf gedreht, schaut dich jetzt aber an. Lächelt dich freundlich an. Erste Regel des Spielleitens, immer eine Ausrede finden. Sehr gut. Mhm. Guten Tag, Frau Müller. Herr Geister. Bei uns die Gegensprechanlage hat erst ganz komisch geknackt und gerauschend ist, da hat dann irgendwie Musik gespielt und jetzt ist sie aus und kaputt. Wäre schön, wenn sich das mal jemand angucken könnte, ja? Selbstverständlich. Sobald sich die Möglichkeit ergibt, wird sich das jemand anschauen. Mhm. In welchem Zeitrahmen können wir damit rechnen? Das wird vermutlich bei unserem Aufenthalt in Frankfurt, also in 2 bis 3 Stunden der Fall sein. Alles klar, vielen Dank. Wenn wir irgendwas wollen, zwischendurch können wir auch in den Speisewagen gehen, nehme ich an. Selbstverständlich können Sie in den Speisewagen gehen, der ist von 7 bis 24 Uhr geöffnet. Okay, da ich jetzt schon mal hier bin, mein Kissen ist ziemlich hart. Hätten Sie vielleicht ein weicheres? Ich bin da etwas sensibel mit meinem Hals. Verspannt sich total schnell. Sehr gut. Das tut mir sehr leid, aber mehr als ein zweites Kissen kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ja, das wäre sehr nett, wenn Sie mir das vielleicht bringen könnten. Dankeschön. Selbstverständlich, Herr Geißler, selbstverständlich. Dann gehe ich. Mhm. Auch Frau Müller verlässt den Raum. Und ja. Du gehst in das Abteil, sie geht am Abteil vorbei. Gut. In du zwei bis drei... Klack, 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 klack ihrer Schuhe. Okay. In 2 bis 3 Stunden. Ernsthaft? Kommt mal jemand vorbei, wird dann sagen, da krieg ich keine Teile für. Und dann wird der vermutlich wieder gehen. Also weiß ich nicht, Gott. Aber... Nee, da wird doch schon jemand. Da ist vielleicht die... Kontrolllampen, Sicherung durchgebrannt? Oder so? Weiß ich nicht. Ja, warum spielt das Ding so scheiß Musik? Ja... Ja? Weil Retro. Aha. Ist halt ein Hipster-Zug. Oder so. Weiß ich nicht. Ach, ja, egal. Naja. So. Tun wir dann bis Frankfurt 2 bis 3 Stunden, hast du gesagt, ne? Habe ich dir schon mal erwähnt, dass ich Zugfahren hasse? Wow. Wenn du mir jetzt die ganze Zeit auf den Sack gehen wirst, wie dich alles nervt, weiß ich noch nicht, was ich tue. Aber ich besitze auf jeden Fall eine ausreichende Menge Oropax, weil ich mir gedacht habe, du wirst garantiert schnarchen wie ein großes Tier, was schnarcht. Hört man das, wenn die Tür zu ist im Cockpit? Nee, ich hab's mir gedacht, ich weiß es nicht, war mir nicht sicher, aber ich dachte mir, ich werde einfach mal klug sein auf jeden Fall. Achso, haben sie das nicht. Vielleicht haben sie ja, sind sie angsterfüllt von deiner... Und eingeschüchtert von deiner Männlichkeit. Weiß schon, Pilot und so. Wenn du das sagst, willst du da wohl mit anderen liegen. Die sind auch wow. Piloten. Ja, aber viele von denen haben nicht im März so eine Sonnenbrille. Doch, haben sie, weil oben immer noch Sonne ist über den Wolken. Oh Gott, ich komme nicht raus. Ja. Weiß ich auch nicht. Vielleicht schnarchst du ja auch nicht, aber ich bin halt auf Nummer sicher gegangen. Vielleicht furzt du auch unglaublich laut. Was weiß ich? Das wirst du dann riechen. Kann ich mir Oropax auch in die Nase stopfen? Ja. Okay, gut. Reg dich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Alles gut. Ich habe nur gesagt, wenn du mir auf den Sack gehen wirst, bin ich vielleicht vorbereitet. Ah, okay. Ja, nee, es ist so, Zugfahren sind aber immer nur dieses, monotone und dann, nee, es geht mir so auf den Sack. Ich finde, es geht. Ich finde ICE viel schlimmer. Ich meine, das Ding fährt ja auch schon, aber so ein ICE einfach. Ich finde das nicht gut, dass sie da diese Anzeige eingebaut haben, wo man sieht, wie schnell man fährt. Weil in der Luft
irgendwie, da sind, weißt du, entweder das ist alles gut und das ist auch meistens so, oder Totalabsturz. Aber so ein Zug mit 200 Kilometern pro Stunde, da ist halt ein Reh auf der Fahrbahn. Gut, das merkst du dann nicht. Nee, da ist ein Reh auf der Fahrbahn mit der kaputten Neigetechnologie und dann ist vorbei. Oder ach, was weiß ich. Nervt mich auf jeden Fall mehr. Also, nee, es ist, solange da kein Auto auf der Fahrbahn steht, dann merken wir davon ja nichts. Das ist ja alles gut. Ja. Ich finde das lustig. Ich wurde im ICE noch. Ich wurde im ICE noch nie kontrolliert. Also, fahrkartenmäßig. Echt nicht? Nee. Das ist so ein Glück. Yay, da ist das Geräusch. Ich wusste, fühlt es sich an, als würden wir extrem langsam fahren? Nein. Okay. Weißt du, was das Schlimmste ist? Also, wenn wir mal einen Vogel mitnehmen, ne, und so weiter, das sieht man ja, wenn man da gelandet ist, dann sieht man das ja, diese Blutflecken überall. Ich muss mir das unwahrscheinlich schlimm vorstellen für so einen Zugführer, wenn er da einen Menschen oder sowas mitnimmt. Also, da muss ja alles voll sein da vorne. Ja, aber Zugführer müssen dann anhalten und rufen dann jemanden und sind angehalten, nicht auszusteigen. Ist dann, glaube ich, auch besser, oder? Ja, das haben sie deswegen gemacht, weil dann die ganzen Leute halt überhaupt nicht mehr zurechtkamen mit ihrem Leben und nicht mehr Zug fahren wollten aus irgendeinem Grund. Deswegen steigen die dann nicht mehr aus. Das ist bei der Straßenbahn viel schlimmer. Echt? Naja, die fährt ja auch viel langsamer und du siehst noch, wie neben dir dieser Typ in die Schienen gezogen wird und in das Räderwerk und da bleibt auch mehr von ihm übrig, vielleicht schreit er noch. Ein Zug ist allgemein so schnell, dass man weiß eher, was da passiert. So. Okay. Gut, dass ich fliege, da habe ich diese Problematik nicht. Ach so, weil du gerade das Soundboard angemacht hast, hört sich der Zug jetzt anders an als vorher? Ja. Okay, er hört sich so an, wie wir es jetzt hören. Mhm. So, einfach mal kombiniert. Ich guck mal aus dem Fenster, ob neben uns ein Zug fährt. Nein. Und, weißt was du, gibst du draußen? Nix. Ich dachte irgendwie, neben uns fährt eine, also wir überholen gerade irgendwie eine Dampfmaschine oder so. Wenn ich mir anhöre, wie das hier klingt, wundere ich mich nicht, dass diese Gegensprechanlage nicht mehr funktioniert. Stimmt, wie du das sagst, hört sich das anders an. Keine Ahnung, was ist. Naja. Vermutlich Bahn. Haben sie gerade einfach ein paar frische Hexen in den Ofen geschoben und deswegen klingt das jetzt anders. In den Elektroofen. Aber Frau Müller ist noch da, oder? Naja, gerade war sie noch da. Na gut. Vielleicht waren die anderen noch schlimmer. Sie kommt auch jetzt wieder. Ah. Es klopft. Herein. Herr Geißler, die Kissen. Dankeschön. Mir ist auch aufgefallen, die Decke ist ganz schön dünn. Könnten Sie mir vielleicht noch eine zweite bringen? Ich friere leicht nachts. Ich fange an zu grinsen. Selbstverständlich. Vielen Dank. Vorgemerkt immer noch die Schuhe auf den Tisch, ne? Also. Ja, mehr als einen etwas missbilligenden Blick erntest du dafür aber nicht. Ist okay. Sie schließt wieder die Abteiltür. Ich guck mal nach, das wie viele Handtücher wir Spaß, haben oder? Für die Reise. Ihr habt für jeden Tag ein großes und ein kleines Handtuch bereitgelegt. Verdammt, die wussten nur jeweils Scheiß. Wir sind zwei Personen. Ja, für jede pro Person natürlich, also, ne? Ist das gerade ein Dampftüten gewesen? Ja. Dann das muss auf der anderen Seite, wo... Da muss auf der anderen Seite, wo wir jetzt nicht das Fenster haben, offenbar doch eine Schiene sein mit einer scheiß Dampflok. Völlig bekloppt, ey. Kein Wunder, dass wir nicht vorankommen. Mm.
Aber wie schnell fahren wir? Das seht ihr jetzt nicht. Also wenn ihr aus dem Fenster guckt, seid ihr schon nicht langsam, aber daran genau festzumachen, wie schnell man fährt, ist auch, glaube ich, euch nicht möglich. Nee, aber naja, wir so nee, kann man nicht. Schnell, dass man eine Dampflok noch neben uns haben könnte? Oder ist es eher schneller gefühlt? Also, ich sag mal, fühlen tut sich euer Zug an wie jeder andere Zug auch, in dem ihr bisher gefahren seid. Du merkst die Geschwindigkeit ja nicht. Eben. Höchstens mal in der Kurve. Aber dieser Zug wird keine Neigetechnologie haben, also wirst du es auch nicht so... Nee, da wirst du es gerade merken. Aber nee, ich meine jetzt gerade, gefühlt, also, wenn man nach draußen guckt. Also man kann ja so grob abschätzen, wenn man so nach draußen guckt, wie schnell man ist. Also wenn man mit Auto unterwegs ist. Ja, also ich sag mal, du fährst schon... Du bist noch nie in der Dampflok gefahren, nehme ich an. Oder zumindest nee. Nicht oft. Ich hasse nicht das. So, dass man das noch erinnern könnte, ne? Also, sicher nicht so, dass du das noch erinnern könntest. Das heißt, du hast kein Gefühl dafür, wie schnell oder langsam eine Dampflok fährt. Aber zumindest, wenn du rausguckst, kannst du dir relativ sicher sein, dass du schneller bist als 50 km/h. Sollte okay. nicht deutlich schneller sein? Ja, aber wie gesagt, wie schnell ihr genau seid, wisst ihr nicht. Na, sagen wir es mal so. Berlin-Frankfurt mit dem ICE sind 6 Stunden und 45 Minuten. Wenn wir also nur 2 bis 3 brauchen. Verzeihung, wenn das tatsächlich so viel ist. Ah, nee, das ist ICE-S-Bahn. ICE nur ist tatsächlich nur 6 Stunden und 11 Minuten. Was, 6 Stunden? Warte, Verzeihung, ich muss gucken, ob das gerade ein Streik ist. Nee, es sind tatsächlich einfach nur 6 Stunden oder 11 Minuten. Verzeihung, dann hat sie gesagt 7 Stunden, dann hab ich mich vertan. Easy. Wir sind jetzt noch 7 Stunden unterwegs? Nach Frankfurt? Bis Frankfurt, damit wir dann dort, und das ist schon schnell, das Ding ausgetauscht bekommen. Ja. Das Ding ist auch, warum haben die eigentlich keinen Techniker hier? Wir halten ja das nächste Mal an der deutschen Grenze. Da könnte der ja nur dort raus. Und der hat sich eigentlich diesen blöden Fahrplan überlegt. Leute, die sich beschweren, dass sie zu wenig Geld haben, weil zu wenig Leute fahren. Ich meine, wir fahren nach Frankfurt. Von Berlin. Ernsthaft? Das ist so bekloppt. Naja, das ist halt mit Anschlusszügen total besser so. Und... so eine kurze Reise, wie wir sie vor uns haben, da muss man mit den Anschlusszügen schon genau halt, ne, das gucken, dass das funktioniert. Weil sonst wäre das ja total bescheuert. Oder so. Ja, wenn du das sagst. Vielleicht kann dieser spezielle Zug, ich komme mit, auch nur, in Berlin und Frankfurt aufgetankt werden. Ja, ist klar. Während ich dann rausgehe, gucke ich mal so nach draußen. Ich möchte auf der anderen Seite jetzt quasi die Dampflok sehen. Da ist keine Dampflok. Wieso ist da keine Dampflok? Ich dachte, da wäre eine Dampflok. Also, das sage ich auch so. Na? Weil... ist da alles klug, ne? Es ist ja gerade leise, also haben wir sie offensichtlich überholt. Ich muss übrigens doch hier bleiben, ich muss auf die Decke warten. Ich komme danach, wenn du länger brauchst. Du wirst dich doch viel eher aufregen, quasi, wenn du nicht mehr da bist. Ja, aber ich will es noch nicht überstrapazieren. Ach so. Na gut. Der war nochmal in welche Richtung? Links. Ich gehe nach links. Gut. Du durchschreitest ein zweite Klasse Abteil. Das ist kein Großraumabteil, sondern ein Abteil halt, also ein Abteilungswagen quasi. Dort sind auch noch einige Gardinen von diesen Abteilen sind aufgezogen. Am Ende dieses Waggons befindet sich auch so eine Art Badezimmer, also so eine Art Toilette. Und da ist auch sowas wie eine Dusche, gibt es da tatsächlich. Und du hörst auch aus einem Abteil Kinder lachen. Ja, ich hasse Kinder.
Und dann auch die mäßigende Stimme einer Mutter. Psst, nicht so laut. Wenn du hörst dann im Vorbeigehen noch weiter, dass sie jetzt quasi, dass sie jetzt das Buch weiter vorliest. Und ja, du betrittst dann den Speisewagen. Sehe ich das recht, dass es gerade wieder lauter wird, dieser Scheiß? Naja. Also höre ich das. Also ist hier jetzt endlich dieser blöde Scheiß Dampfwagen, Scheiß Kack, nein, der mich so aufregt? Keine Reaktion? Also nicht? Nein. Ah, entschuldige, okay, ich dachte, ich hätte das gesagt. Ja, du hast wahrscheinlich das gesagt, nicht gedrückt. Doch, du hast es noch nicht gehört. Ach so, Entschuldigung. Es tut mir so leid. Lügner. Im Speisewagen befinden sich auch einige Personen, die da an Tischen sitzen. Zum Teil sind es Pärchen, die an einem kleinen Tisch sitzen. Dann hast du auch größere Tische. Eine der Familien, die ihr beim Einsteigen gesehen habt, sitzt auch an dem Tisch. Die Kinder sind allerdings auch schon etwas älter. Da ist das Jüngste vielleicht 10 und das Ältere ungefähr 13, 14. Ein Junge und ein Mädchen. Ich gehe mal dumpf an den Leuten vorbei, die interessieren mich alle nicht, und gehe zu diesem, da gibt es ja eine Mediatheke. Genau. Da gehe ich da mal hin, mhm, und ich hätte gern Kaffee. Und was ist das für ein nerviges Dampfgeräusch, was hier. Sind wir in der Dampflok? Sind wir doch nicht. Bitte, wovon? Also Ihren Kaffee können Sie. Möchten Sie Milch und Zucker haben? Bitte, welches Geräusch meinen Sie? Hören Sie das nicht? Nein. Geht es Ihnen? Ist alles in Ordnung? Ich gucke Sie mit einem ziemlich missbilligenden Blick an. Möchten Sie sich setzen? Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser haben? Nein, dann hätte ich das geordert. Das Fahrgeräusch dieses Wagens ist doch recht laut. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Oh, ich verdrehe die Augen. Die Frau scheint wohl anscheinend taub zu sein. Und gehe Richtung Raucherabteil. Okay. Nun rauch da erstmal eine. Das Zeug, das wird aber nicht leiser, ne? Nein. Sitzen da Leute? Ja, da sitzt ein älterer, gediegener Herr in einem Anzug, auch ein bisschen, also so ein dunkelbraunen Anzug, auch so ein bisschen so ein älterer Tweed-Anzug quasi. Und der hat eine Zigarre in der Hand, hat ein Glas, vielleicht Brandy oder sowas, neben sich stehen. Scheint ganz gute Dinge zu sein. Und weiter hinten sitzt noch ein sehr alter Mann. Ich gehe mal zu dem Mann mit der Zigarre. Entschuldigung, haben Sie Feuer? Und zeige ihm halt eine Zigarette. Selbstverständlich. Danke. Darf ich mich setzen? Natürlich, junger Mann. Danke. Ich bin Herr Kramberg. Wegerecht, angenehm. Er hält dir die Hand hin. Ich schüttel die Hand, ne? Ja, danke, und ziehe dann erstmal genüsslich einmal so. Ach, das habe ich jetzt gebraucht. Dieser Lärm geht mir echt auf den Sack. Ne, das stört mich echt. Sie meinen die Kinder? Da stimme ich Ihnen vollkommen zu, eine Unverschämtheit. Ich finde, es sollte eigene Wagen dafür geben. Früher hat es das nicht gegeben. Nicht so. Da hatten die Eltern ihre Kinder noch im Griff. Ja, die habe ich zum Glück nicht so an mir dran. Aber die geht. Oh, nee. Die lachen die ganze Zeit, die schreien die ganze Zeit. Schrecklich. Nee, was mich gerade viel mehr stört. A, ist bei uns im Abteil die Sprechanlage ausgefallen und die piept die rauscht die ganze Zeit. Und dann dieses Fahrgeräusch die ganze Zeit. Schrecklich. Dieses Klackern, nicht wahr? Man sollte meinen, man kann es beim heutigen Stand der Technik mal erwarten, dass man das Geräusch ein bisschen dämpfen kann. Eben. Und da habe ich gerade die
Barfrau da angesprochen und die meinte, ich kann das gar nicht hören. Also ob die taub wären. Ich meine, wie alt ist sie denn? Es ist vielleicht, vielleicht hört die da so einfach nicht mehr, weil sie halt wahrscheinlich jeden Tag mit dem Zug. Ist ja auch ihr Job, nicht wahr? Völlig betriebsblind. Wahrscheinlich. Ja. Doch, ich glaube, das trifft es ganz gut. Keine Zeit gab, was Ordentliches zu lernen. Richtig. Was machen Sie denn beruflich? Mir gehört eine Fabrik. Wir stellen Hammer her. Echt? Kamberg Hammer, haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ich überlege kurz. Wahrscheinlich eher nicht. Also, wahrscheinlich eher. Wie viele Hammerhersteller kennst du denn im Real Life? Ich habe davon nicht gehört. Nee, das ist. Ist mir jetzt nicht so läufig, aber ich bin auch nicht so alt so oft in Deutschland. Sind nicht allzu oft in Deutschland? Nee, ich bin sehr viel unterwegs, berufsbedingt. Pilot. Darf ich fragen? Pilot? Ja. Ich muss schon ein bisschen leicht grinsen, weil Pilot ist geil und so. Für Passagierflugzeuge nehme ich an. Ja, genau. Das ist, mit dem ganzen Streik, jetzt müssen wir unsere Maschinen abholen. Deswegen bin ich. Das kann ich sowieso nicht. Vielleicht können Sie mir das mal erklären, junger Mann. Warum genau wirkt er eigentlich gestreikt? Wenn ich das wüsste. Woher nehmen die die Frechheit? Wissen Sie, wie lange ich jetzt unterwegs bin? Ich bin jetzt 2,5 Tage für ein Meeting unterwegs. Das versteht doch kein Mensch. Normalerweise wäre ich hingeflogen, hätte 2 Tage Aufenthalt gehabt, wäre zurückgeflogen, alles in Ordnung. Und so, ich musste alle Termine umlegen. Alle Termine musste ich umlegen. Nur deswegen. Wäre das Meeting nicht so wichtig gewesen, hätte ich das abgesagt. Aber leider ist das natürlich nicht möglich. Ja, fragen Sie mal nach. Ich musste meinen Urlaub verkürzen, weil diese Idioten meinen, die brauchen unbedingt mehr Kohle. Und bessere Arbeitszeiten. Ich meine, unsere Arbeitszeiten sind nicht so verschert. Völlig bekloppt. Und jetzt darf ich quasi in meinem Urlaub, mehr oder weniger, den ich abbrechen musste, nach Moskau fahren. Ich bitte Sie, fahren. Ich bin Pilot. Um dann eine Maschine zurück nach Deutschland zu holen. Wie bekloppt ist das? Wahrscheinlich fliegen wir nachher. Also wenn Sie in Moskau sind, können Sie doch vielleicht mit mir zurückfliegen, quasi. Ich habe den Flug gebucht, aber... Eine Maschine fliegt auf jeden Fall. Ja, aber ob ich ausgerechnet diese Maschine einen Platz gebucht habe, kann ich Ihnen nicht sagen. In welche haben Sie denn gebucht? Am 12.03. Das ist nicht die Maschine. Der fliegt einen Tag später. Ah, nee, dann fliegen Sie einen Tag vor mir. Aber zu schade. Vielleicht können Sie ja Ihre Beziehungen spielen lassen. Also, ich meine, Herr Wegrecht, selbstverständlich wäre ich auch bereit, Ihnen dafür Ihre Mühe zu belohnen. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Das wäre hervorragend. Hier ist meine Visitenkarte. Jupp, ich gucke sie mir kurz an. Also nimm sie mit beiden Händen. Guck sie mir kurz an. Wie heißt der Typ mit Vornamen? Heinrich. Dir ist klar, dass du darüber Buch führen musst, Flomi, ne? Ja, ich schreibe mir das auf. Okay. Wie geht's da weiter, Heinrich? Farnberg. Es ist die Kranberg Hammer GmbH und Koka G. Nein, eigentlich ist nur Heinrich Kranberg GmbH. Aber... Einen Moment. Naja, du musst dir das auch nicht aufschreiben. Ich hab's mir aufgeschrieben. Kein Problem. Echt mal mit der Bildschirmtastatur kannst du dir das nicht aufschreiben. Das wird nix. Ist schon fertig, so. Ich bin damit auch schon geübt. Das ist erschreckend. Ich vergesse das jeden Tag, das ist Wahnsinn.
Ja, also ich frag mal die Kollegen, wie sie da fliegen und da kriegen wir schon auf die Reihe. Selbstverständlich. Wenn Sie möchten, also ich weiß nicht genau, wie viel Aufenthalt Sie haben, Sie werden ein bisschen Aufenthalt in Moskau haben, nehme ich an, nicht wahr? Wie viel habe ich ungefähr, OT? Na, in Moskau, wenn du da bist, die haben das schon so getimt, dass du noch einen Tag Aufenthalt in Moskau hast. Also, das geht schon. Ja, einen Tag habe ich da, um die Strapazen dann loszuwerden und dann entspannt in den Tag zu starten. Natürlich. Sehen Sie, vielleicht können wir dann ja mal zusammen essen gehen. Wissen Sie, ich habe auch meinen Pilotenschein gemacht, das ist schon ein paar Jahre her, aber wir sprechen ja dann quasi unter Kollegen. Ja, das stimmt. Was fliegen Sie denn, wenn ich fragen darf? Also, oder flogen Sie? Er fliegt eine kleine, also so eine kleine Ein-Personen-Maschine, quasi so ein Sportflugzeug. Ah, die sind cool. Also, da müssen natürlich auch unsere Flugstunden drauf unsere ersten Flugstunden drauf ablegen. Also, ich finde dieses Gefühl, also, das hat man bei den Großmaschinen ja gar nicht mehr. Also, dieses Gefühl, dich da richtig in den Wind zu legen, finde ich ja richtig cool. Wissen Sie, bei den großen Maschinen, das besteht ja auch alles nur noch aus Knöpfen. Ja, wir haben schon noch einen Steuerpult, aber im Grunde haben Sie recht. Ne? Also, es drückt man auf den Knopf und dann macht der Rest der Autopilot. Wir sind ja eigentlich nur für Start und Landung da. Dann. Sehen Sie? Also, moderne Technik ist was Gutes. Da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber manchmal, wissen Sie, manchmal möchte man ja auch das Gefühl haben, man macht noch was Eigenes. Man schafft was mit seinen eigenen Händen. Das ist wie bei der Arbeit. Wie bei der Arbeit. Sie sind meine Fabrik. Wir haben mit zwei Leuten, haben wir damals angefangen und jetzt beschäftige ich 160 Leute. Respekt. Also da kann man sich was aufbauen. Ey, ernsthaft? Dieses Dampfgeräusch, ne? Was für ein Dampfgeräusch? Haben Sie das nicht gehört? Nein. Was meinen Sie? Dann hatte ich wohl nur ein Piepen auf den Ohren. Also, keine Ahnung. Vielleicht der Druckausgleich. Nee, Druckausgleich fühlt sich anders an. Nee, keine Ahnung. Es hat einfach gepfiffen, als wenn hier so eine Dampfmaschine unterwegs wäre. Ich weiß nicht, also. Nee. Da, vielleicht der Stress. Also, ich sehe einen Piloten. Pilot sein ist wahrscheinlich. Ja, und jetzt gerade, ne? Wie gesagt, Urlaub abbrechen und wegen Idioten. Nee. Ja. Gut, ihr sitzt da noch ein wenig. Herr Geister, es klopft an deine Tür. Also, kurze Checkliste. Ist genügend Seife da? Ja. Okay. funktioniert das Rollo? Ja. Okay. Gibt es irgendwelche irrelevanten Mäkel? Außer einem etwas abgewetzten Polster, was aber jetzt auch nicht schlimm ist, sondern einfach nur ein bisschen abgewetzt. Ja, das kann man nicht austauschen. Nee, das kann man nicht austauschen. Dann ist ein kleiner Krümel der Schuhe von dem lieben Herrn Wegrecht, die er vorhin auf dem Tisch hatte. Nee, das Wort meine ich nicht. Okay, ich habe ja in der Zwischenzeit auch Möglichkeit gehabt, den Service nochmal zu studieren. Gibt es irgendwelche kostenlosen Dinge, die man uns da noch zum Vergnügen reichen könnte? Kostenlose Dinge. Naja, ihr habt die Möglichkeit quasi, also es gibt hier ein Bordradio, das könnt ihr auch. Oh Gott, nein. Nicht bei der Musikauswahl. Nee, ich hab was. Okay, passt. Ich hab was. Gut, wie gesagt, sie kann kommen. Ja, sie klopft doch. Sie steht da, hat eine zusammengefaltete Decke auf ihrem Arm liegen. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich habe eine Frage, und zwar, haben Sie noch andere Ausgaben von dieser Bahnzeitschrift oder haben Sie da nur die aktuelle? Wir haben nur die aktuelle da, sie wird regelmäßig ausgetauscht, aber wenn Sie möchten, ja, kann ich mal nachsehen, ob wir noch eine alte Ausgabe da haben. Das wäre ganz klasse, die ist wirklich interessant. Selbstverständlich, Herr Geißler. Vielen Dank. Ihr Lächeln ist jetzt etwas angestrengt.
Ich helfe ihr. Die Tür. Sehr gut. So, genießt du ein bisschen die Zugfahrt. Oh ja. Kinder laufen über den Gang und spielen offensichtlich Fangen. Das stört mich weniger als meinen Kumpan. Mhm. Und, ja. Oh Gott, aber ich könnte ihr irgendwann sagen, sie soll das unterbinden. Oh, rufen sich gegenseitig Dinge in einer fremden Sprache zu, vermutlich Russisch oder Polnisch, aber vermutlich eher Russisch. Wodka. Nee, das rufen sie nicht. Das sind kleine Kinder. Also sie sind vielleicht 5. Wodkachen. Also Wodka. Die fangen ja, so da schon früh an. Sagen wir mal, ich werde noch 2-3 Stunden warten, bevor ich ihr sage, sie soll das bitte unterbinden. Wie spät ist es eigentlich jetzt so? Hast du gesagt, es ging abends los? Ja, es ging am sehr späten, also es ging am späten Nachmittag los. Jetzt ist es 18.30 Uhr. Okay. Gut. Na, dann werde ich jetzt einfach noch ein bisschen chillen, bis sie mir sagt, dass sie leider keine alten Ausgaben hat. Ja, sie kommt dann auch wenig später wieder. Und hat noch eine Zeitschrift in der Hand. Ha, damit hast du nicht gerechnet. Nee, bin ich jetzt baff. Oh, danke schön, das ist ja toll. Gern geschehen, selbstverständlich. Ist das Kreuzfahrtsrätsel schon ausgefüllt? Guck das nach, beschwer dich. Scheiße, nee, das ist zu klug, da denkt er nicht dran. Sie lächelt, schließt dann wieder die Türe und geht. Ich glaube, hier das erste Mal dabei bewenden lassen. Mhm. Und damit war es das schon. Also mit der ersten Folge. Es wird eine Kurzserie. Das klingt gleich viel besser als, na, wir haben halt nicht so viel gespielt, das war schnell vorbei. Wobei ich glaube, bei Cthulhu, also ich finde es persönlich sowieso besser, wenn das ein bisschen kürzer ist, weil das hält ja keiner aus. Heute ging es noch. Da war ja nur ein bisschen Zug. Oder 2 Züge. Aber das wird ja immer, das wird ja nicht besser. Du weißt ja, wie es ist. Genau. Ansonsten, was mir jetzt auch noch wieder aufgefallen ist. Ich habe, anders. Flummi meinte, wenn ich Cthulhu leite, mach mir doch bitte so Sound mit so einem alten Zug. Und dann sagte sie noch, mach immer Sound mit neuen Zug, aber das habe ich irgendwie überhört. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Es mag sehr generisch klingen, das kommt deswegen, weil dieses Sample 9 Minuten 40 ist, also dieser alte Zug. Und den habe ich halt aus 3 Teilen a 20 Sekunden oder 4 Teilen a 20 Sekunden zusammengeschnitten. Also ist es im Wesentlichen immer das Gleiche und alles, was ich gemacht habe, war laut, leise und so ein Gedöns und ne, was man so macht. Und dann ist mir aufgefallen, da wir das nebenbei am Spielabend laufen hatten und auf der Aufnahme so hatten, ist das ja, wenn ich schneide, ne, und dann Teil rausschneide, zum Beispiel Stille oder Ams oder was auch immer man da so tun könnte, dann passen ja die Hintergrundgeräusche nicht mehr zwingend zusammen. Das ging diese Folge noch, aber in der nächsten Folge ist a, der Hintergrundzug ein bisschen lauter und b, musste ich da zum Teil mehr machen oder in den nächsten 2 Folgen, bin mir gerade gar nicht sicher. Und das heißt, da könnte es manchmal zu Missklängen kommen, kann ich jetzt aber nichts machen, ich denke es geht. So, ich
muss mich auch gar nicht entschuldigen, das war total cool und du fandest es total gruselig und so. Nee, die Musik ist von R2 mit Through the Shadows zu finden auf Yamendo. Mit auf dem, das ist das Album Atone Mind. Unter die CC sind, wie sind wir auch CC, und zwar die 4.0, und du weißt das alles, was hier noch so kommen möge, ne? Steht auch immer alles da und von daher muss ich dazu gar nichts mehr sagen. Bis zum nächsten Mal.